Hallo und herzlich willkommen zur Serie Wie häkle ich 50? Heute zeige ich dir, wie du 50 ganze Reliefstäbchen nach hinten häkeln kannst. Alles, was du dazu brauchst, ist natürlich die Wolle und deine Häkelnadel in der Stärke, die du magst, und eventuell eine Schere. Wie du siehst, haben wir hier an unserem Stück weitergearbeitet. Und wenn du magst, darfst du an diesem Stück auch weiterarbeiten. Und wenn du nicht magst oder wenn du gerade neu bist bei uns und gerade zum ersten Mal diese Folge schaust oder diese Serie schaust, dann bitte ich dich, dir einfach eine Luftmaschenkette zu häkeln mit 50 Luftmaschen und darauf eine Reihe in festen Maschen zu häkeln. Und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem wir unsere Luftmaschenkette und unsere Reihe mit den festen Maschen fertiggestellt haben, häkeln wir eine Luftmasche auf und wenden unsere Arme. Nachdem wir die Reihe mit den festen Maschen fertiggestellt haben, häkeln wir eine Luftmasche auf, wenden unsere Arbeit und häkeln noch zwei Luftmaschen auf, um auf die Höhe eines ganzen Stäbchen zu kommen, um mit unseren hinteren Reliefstäbchen beginnen zu können. Wir nehmen Faden auf und stechen nun nicht hier vorne hinein in die erste Masche, sondern gehen von hinten in die erste Masche hinein. Ups, von hinten in die erste Masche, gehen um den Bauch der Masche herum, holen uns den Faden, ziehen ihn durch die beiden Maschen durch, haben drei Maschen auf der Nadel, gehen durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Wir nehmen Faden auf, gehen nicht vorne in die Masche hinein, sondern hinten, gehen um den Bauch herum in die nächste Masche, holen unseren Faden, ziehen den Faden durch beide Maschen, haben drei Maschen auf der Nadel und gehen durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Faden aufnehmen, von hinten in die Masche einstechen, in die nächste Masche hinein, durch die ersten zwei, durch die zweiten zwei. Noch einmal Faden aufnehmen, von hinten in die Masche einstechen, um den Bauch der Masche herum, in die nächste Masche hinein, Faden durch beide Maschen durchziehen, drei Maschen auf der Nadel, durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Das machen wir jetzt, bis wir 50 Maschen erreicht haben oder wenn du magst, auch mehr Maschen. Das Wichtige ist nur, dass du 50 Mal dieselbe Masche häkelst, damit du sie hinterher perfekt beherrschst. Denn alles, was du 50 Mal tust, bleibt in deinem Gedächtnis und du kannst es danach selbstverständlich und automatisch. Das ist bei Schnürsenkelbinden nach 50. Mal oder bei egal, was du tust. So, wir stechen von hinten in die Masche ein, in die nächste Masche, durch beide Maschen, durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Wie du siehst, hast du ein wunderschönes Muster dadurch, das einem Rippenmuster ähnelt. Und damit kannst du wunderschön Bündchen häkeln an Ärmeln, am Pulloverende oder auch als Rollkragen oder
oder einfach bei allem Möglichen, auch bei Mützen. Von hinten in die Masche einstechen, über den Bauch herum in die nächste Masche, durch beide Maschen den Faden ziehen, drei Maschen auf der Nadel, durch die ersten zwei, durch die zweiten zwei. So, wir sind jetzt auch schon beim Ende dieser Reihe mit ganzen Reliefstäbchen nach hinten angekommen und auch beim Ende dieses Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, so wird es langsam Zeit, das zu tun, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinschaust.
Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir hier die letzte Masche. Dann gehen wir hier rein. Hier noch in die letzte Masche. Mit ein bisschen Nachdruck. Und durch die ersten zwei und durch die zweiten zwei. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.